Servus Bernand und herzlich willkommen zu einem neuen Film. Wie ihr seht, bin ich hier in meinem Tomatenhaus und habe vor, heute anzufangen, meine Tomaten in die Erde zu bringen. Weil jetzt haben viele schon die Größe von 30, 40 Zentimeter erreicht. Und bevor es jetzt umfallen oder bevor ich noch Stäbe reinmachen muss, setze ich es gleich in die Erde. Ich werde dieses Jahr einiges experimentieren, auch bei den Tomaten. Und das erkläre ich euch jetzt. Und ich werde euch auch ein bisschen was einblenden, dann um was es da genau geht. Aber fangen wir einfach mal an. Wie ihr seht, fange ich jetzt hier mit der ersten Tomate an. Die Stange bedeutet, dass das hier die Mitte ist. Das könnte ich zwar nachmessen, aber hier ist bloß ein Streifen von 30 cm in der Mitte, von der Mitte aus, was mit Tomatenerde befüllt ist. Der Rest links und rechts ist eine Standard-Pflanzerde. Der Stab hier im Hintergrund dient jetzt nicht als Tomatenstange, sondern als mein Mikrofonhalter. Wenn ich das Mikrofon vor mir habe, dann habe ich immer Atemgeräusche und das ist ja auch nicht unbedingt schön. Hier kommt jetzt erst einmal ein Loch rein. Da schauen wir mal, ob das schon tief genug ist. Ja, das könnte tief genug sein. Hier stelle ich jetzt meine Pflanze rein, die sich sehr gut erholt hat. Und mache nur ein bisschen Erde außenrum. Und jetzt kommt ein bisschen von dem dazu. Das nennt sich Mykorrhiza. Mykorrhiza ist ein Pilz. Übersetzt heißt es ungefähr so viel wie Wurzelpilz. Er geht eine Symbiose ein mit der Pflanze. Der Pilz sorgt dafür, dass die Pflanze mehrere Nährstoffe und Wasser aufnehmen kann. Dadurch wächst die Pflanze schneller und gesünder. Und im Gegenzug erhält er von der Pflanze Zucker, was der Pilz nicht selber herstellen kann. Ich habe es gesehen beim Thomas Seidel, den Tomatenflüsterer. Er nimmt es seit Jahren her, wenn er seine Tomatenpflänzchen draußen ins Freiland setzt. Und mich wundert jedes Mal, wenn ich seine Filme anschaue, dass der so gut wie keine Braun- und Krautfäule hat. Er sagt selber, wenn eine Pflanze einen Pilz hat, wird er selten von einem zweiten besucht. Und wenn die Pflanze kräftig und kerngesund ist, dann tut sich auch wahrscheinlich die Braunfäule ein bisschen schwerer, weil das ist ja schließlich auch ein Pilz. Er tut zu jeder Pflanze was dazu. Und deshalb dachte ich mir, ich beschaffe mir dieses Mittel auch. Zum ersten Mal eingesetzt habe ich es bei den Gemüsezwiebeln. Nicht nur bei den Steckzwiebel-Experiment, sondern auch bei den anderen, die aus Sämereien gezogen worden sind. Da habe ich allerdings
das Pulver noch direkt auf die Wurzeln gemacht. Und so haben wir einen Vergleich, was jetzt besser läuft, mit oder ohne. Das müsste man Wachstumsunterschied sehen. Und natürlich werde ich es bei meinen Tomaten machen, weil einige davon, zumindest 12 Stück, kommen ja ins Freiland. Und 6 Stück davon, das sind reine Freilandtomaten, die möchte ich natürlich auch, dass die groß und kräftig und wenn sie im Regen stehen, auch trotzdem gesund bleiben. Ich blende euch nochmal den Namen ein, wie der Pilz heißt. Ihr bekommt es im Internet, in Amazonien oder bei einer österreichischen Firma. Wer mehr wissen möchte über diesen Pilz, ich mache euch unten einen Link rein vom Thomas. Der hat einen ganzen Film über diese Mykorrhiza-Pilze gemacht. Doch nun wieder zurück zum Film. So, dann kann ich ja die Pflanze ein bisschen weiter zu bedecken. Die hier werde ich nicht tiefer setzen. Die ist eh noch nicht groß genug. Und hat eine schöne Form. Ja, das stört jetzt weniger. So, jetzt werde ich es ein bisschen einschwimmen. Deswegen habe ich jetzt mal eine kleine Gießkanne geholt. So, und jetzt kommt der Pflanzstab, der dann gebraucht wird, vors Mikrofon. Ich lasse die Pflanze ungefähr ein bisschen höher wie hier wachsen und dann kommt der Pflanzstab raus und es wird eine Schnur von oben runter geführt. Jetzt ist mir das Pflänzchen noch ein bisschen zu klein. Die ganze Erde werde ich später noch mal richtig einschwimmen. Damit sie durchgehend nass ist. Aber was ich gleich noch mache, da hole ich euch näher ran. So. Hier kommt auch noch ein Loch rein vor der Pflanze. Und da wird jetzt diese Flasche ein bisschen schräg eingegraben. Die Flasche ist unten offen. Und damit gebe ich das Wasser nach unten unterhalb der Pflanze, wo die Wurzeln direkt sind. Das sollte eigentlich reichen. Und das war jetzt die erste Pflanze. Das Schildchen lege ich jetzt davor, weil da kommt dann später hier vorne, tacker ich es dann an das Brett hin
und wahrscheinlich noch oben, dass man es auch vom Stehen aus lesen kann. Bei der Pflanze handelt es sich um diese Black Pearl. Ihr wisst ja, das ist diese Monsterpflanze, die sehr wachsfähig ist. Dabei kommt jetzt hier links nichts mehr rein, hier wird frei sein. Und hier rechts werde ich es auch ziemlich frei halten. Da kann sich die Pflanze über die ganze Breite vom Tomatenhaus her machen. Links und rechts von der Pflanze habe ich ja schon Basilikum angepflanzt, weil ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Basilikum und Tomaten, ja, die harmonieren einfach richtig gut. Anbinden tue ich dieses Pflänzchen jetzt noch nicht. Ich werde erst einmal noch mit dem Schaschlikspieß ein bisschen nachhelfen. Aber jetzt geht ja hier kein Wind herin. Aber sobald die Pflanze groß genug ist, kommt sie an ihre Schnur. Und auch links von der Black Pearl kommt eine sehr große Pflanze hin, die sehr ergiebig ist. Es handelt sich um die Eva Sweet White. Auch sie hat teilweise Rispen dran gehabt mit 50 bis 100 kleine gelbe Tomaten. Das ist eine Sorte, was die Kinder gern essen. Sie ist nämlich oder zählt zu einem der süßesten. Man sieht, ich habe schon lange hier nicht mehr die Erde gegossen, dass er feucht bleibt. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Wenn die Pflanze so groß gewachsen ist, dann kann man ja die Keimblätter wegmachen. So, das mache ich auch noch weg. Und setze die Pflanze gleich ein bisschen tiefer rein. Was ja den Vorteil hat, dass am Stiel auch nochmal Wurzeln bildet. Ja, so geht's. So ist okay. Und auch hier kommt ein bisschen Mykorrhiza rein. So, und auch hier werde ich die Erde einschwimmen. Und auch hier werde ich eine Flasche für die Bewässerung
in den Garten tun. Die werde ich sogar ein bisschen tiefer noch setzen wie bei der ersten Pflanze, weil wir ja die Pflanze auch tiefer gesetzt haben. So. Das habe ich letztes Jahr auch nachträglich noch gemacht, ähnlich, weil ich gemerkt habe, dass die Pflanze, die Wurzeln, die Feuchtigkeit an der Oberfläche suchen. So. Die Tomatenpflanzen hier im Tomatenhaus sind jetzt alle eingepflanzt. Es fehlen noch ein paar von diesen Wasserflaschen und natürlich das Basilikum, das ja noch in der Wohnung groß wird. Hier auf der rechten Seite sehen wir drei Pflänzchen. Eine vierte reicht, geht nicht mehr, weil sonst reicht es für draußen im Freiland nicht. Aber hinten, die Black Pearl, wird eh so groß, dass er die ganze Breite in Anspruch nimmt. Nachdem alle Pflanzen jetzt im Beet drin sind, werde ich erst einmal die ganze Erde wässern. Die ist mit Sicherheit bis unten ganz trocken. Natürlich reichen die paar Gießkannen Wasser nicht aus, um die Erde nass zu halten. Aber ich werde ja jetzt anschließend das Ganze mulchen. Und da ich hier im Tomatenhaus heute schon zwei Schnecken rausgetan habe, möchte ich denen nicht noch ein warmes Plätzchen beschaffen mit Gras oder Heu oder dergleichen. Deswegen nehme ich die Biofaser, was ich letztes Jahr in Österreich gekauft habe. Nehme ich jetzt noch her, was ich habe. Und mache richtig fette Schicht da drauf. Na gut, an den Rändern geht nicht mehr wie 2-3 cm, aber ansonsten versuche ich schon 5 cm einzuhalten.
Und das hatte ich die letzten Jahre auch noch nicht, dass sich die Schnecken getraut haben, hier ins Tomatenhaus reinzukommen und mir eine Pflanze Basilikum anzuknappern. Eine von diesen Schleimern habe ich gerade rausgeschmissen. Und ja, das Tomatenhaus ist jetzt, ja, sagen wir mal, fast fertig. Die Tomaten stehen, die Gießbehälter sind drin, eine dicke Mulchschicht ist oben drauf. Was an manchen Stellen noch reinkommt, ist das Basilikum. Aber da tue ich einfach die Mulchschicht ein bisschen zur Seite und stich die Erde aus mit dem Pflanzenstecher. Die linke Seite kann nun richtig sich entfalten. Hier bei der rechten Seite das gleiche Bild. Pflanzen alles drin und die Stäbe gehen bis oben, wo die Stellagen war. Da habe ich noch ein paar Pflänzchen drin. Die Freilandtomaten und natürlich die Blumen. Ich werde versuchen, dass ich nächste Woche alles rausbekomme, dass ich auch hier das Regal abbauen kann. Das Tomatenhaus ist jetzt fertig. Ich werde euch nicht noch mal zeigen, wann der Basilikum reingesetzt wird. Ihr seht es das nächste Mal beim Gartenrundgang, wie weit sich die Pflanzen entwickelt haben. Und hoffe, dass wenn es mal extrem heiß wird, das Wasser auch für längere Zeit hält. Es gibt noch ein paar normale Blumen, die ich aus Samen angezogen habe, wie die orangene Cosmea, wo ich vor 2 Jahren drin gehabt habe. Tagetes habe ich als Pflänzchen in Töpfen vorgezogen. Und sonst Stockrosen. Und was ich so alles habe, aber das zeige ich euch ja, wenn ich es dann in den Garten reinpflanze. Ein bisschen Platz habe ich noch, weil ich denke, dass die Löwenmäulchen, die ich in einem von den Insektenbeeten habe, nicht rauskommen. Aber ich habe auch noch Ersatzzwiebelchen von anderen Pflanzen, die ich da reinmachen kann. Ansonsten setze ich eine Zinie rein oder irgendeine anderen von den vielen Blumen, die ich noch habe. Ja, und was ich euch noch sagen wollte, ich habe euch ja gesagt, wer noch Tomatenpflänzchen oder Pflänzchen allgemein braucht, soll sich bei mir melden, hier aus der Region. Natürlich hat sich keiner gemeldet. Ich habe dann mal einen Teil an die Straßen gestellt. Am ersten Tag hat es prima geklappt, am zweiten Tag waren auf Nacht genauso viele Pflanzen noch drin wie in der Früh. Obwohl da im Schnitt so alle 1-2 Minuten ein Auto durchfährt. Jetzt habe ich es bei eBay Kleinanzeigen drin gehabt und dann waren die 80 Pflänzchen, die ich noch übrig gehabt habe, ja, innerhalb von 3 Tagen waren die weg. Und es sind Leute, die es dringend gebraucht haben, wo die Schnecken volle Aktion durchgemacht haben und ihre ganzen Pflanzen verfuttert haben. Ja, und hiermit beende ich wieder meinen Film. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund, macht es gut, fährt euch.